Simon und herzlich willkommen zu diesem kleinen weiteren Video hier auf dem Kanal. Ich habe in den letzten Tagen ja Maustastatur-Headset von Hightech zugeschickt bekommen und das Ganze jetzt 2 Wochen ausgiebig getestet und ich würde sagen, fangen heute mit einem Review von dem Headset an. Los geht's! Es handelt sich hierbei um das TerminalTech eSports Shock Gaming Headset. Ganze vom Preisbereich von 52 Euro circa. Ist relativ okay verarbeitet. Mehr kann man dazu nicht sagen als okay, weil wackelt halt ein bisschen. Ist aber bei dem Preisbereich okay. Mikro halt. Die Qualität erstens nicht ganz so geil und wackelt halt ein bisschen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob man es jetzt so biegen soll, ich weiß es nicht. Ist natürlich auch möglich. Sieht zumindest gerade auch so aus, aber ja. Das Ganze rastet hier nicht ein. Finde ich jetzt nicht so. Ist halt scheiße. Finde ich halt. Das ist mein Geschmack. Ich kenne halt jetzt, als wo es runtergeht, einrastet und man dann halt wirklich ein bisschen mehr Kraft aufbringen muss, um das so zu klappen. Die Muscheln lassen sich einklappen. Das heißt, es lässt sich echt Platz sparsam verstauen. Das Kabel ist circa, wenn ich es richtig im Kopf habe, 3 Meter lang. Das ist nicht gesleeved, was ich schade finde. Maustastatur sind gesleeved, Headset nicht. Das zum Sleeven halt, das beugt Kabelbrüche vor. Vor allem, wenn man da mal mit dem Stuhl drüber fährt, sind die Sleeves halt besser. Finde ich halt schade, weil bei Maustastatur fährt man halt nicht wirklich drüber. Aber beim Headset, wenn man es vorne anschließt, schon. Ja, machst du nichts dran. Ihr habt hier zwei 3,5 mm Klinkeranschlüsse, einmal für Mikro und einmal für Kopfhörer. Ihr habt da hier eine kleine Fernbedienung zum Lauterleiser regeln, Mikromuten. Und ich würde sagen, wo wir jetzt nochmal beim Mikro sind, ich füge hier nochmal eine kleine Audiospur ein von dem Mikro und von einem Auna Mic. Und würde sagen, sehen wir uns gleich wieder. Hier hört ihr nun den aufgenommenen Ton vom Headset. Und hier den ganz normalen Ton. Wie ihr seht, Soundqualität zum Zocken, okay? Für YouTube wäre es jetzt nicht das Richtige. Also wirklich, zum Zocken ist vollkommen okay. Es reicht aus auch zum Zocken. Das Ganze kann man auf jeden Fall nutzen, ist brauchbar. Es ist gemütlich zu tragen, weil es auch Over-Ear ist. Das heißt, ganze Over-Ear. Das Ganze kommt übers Ohr und drückt halt nicht die ganze Zeit aufs Ohr drauf. Finde ich halt echt nicht schlecht. Die Polster sind gemütlich. Ich mag den Stoff aber selber nicht so. Das ist nicht so meins. Das Ganze hat echt einen guten Ton. Basstechnisch, höhentechnisch echt richtig gut. Also, das ist bis jetzt das beste Headset, was ich je gesehen habe. Die Kopfhörer sind im Gegensatz zu meinem Rocket Slims, oder wie die heißen, und im Gegensatz zu den Apple EarPods echt gut. Also, der Sound gefällt mir richtig gut. Das Einzige, was ich jetzt halt nicht so mag, ich zocke halt wirklich nur noch mit diesen Kopfhörern. Weil ich halt, vor allem jetzt bei dem Wetter von, ich habe gerade mal nachgeguckt, von circa 32 Grad allein heute. Das wäre mir zu warm für auf den Ohren. Aber man kann es auf jeden Fall echt gut benutzen und ich würde sagen, das war's jetzt von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen chaotisch jetzt, weil es gerade ein bisschen stressig ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und ciao.